Wir möchten die Menschen frühzeitig über den Ausbau des Stromnetzes informieren und beteiligen. Um die Informationen breit zu streuen und möglichst viele Bürger zu erreichen, werden verschiedene Kommunikationskanäle verwendet. Ganz wichtig aber auch ist uns das persönliche Gespräch mit den Bürgern vor Ort. Bundesweit halten wir Vorträge, nehmen an runden Tischen teil und organisieren eigene Veranstaltungen, um die Menschen zu informieren, aber auch um zu erfahren, was sie vor Ort bewegt. Also jede Kommunikation halte ich erstmal für gut und für wichtig. Und auch mit der Bundesnetzagentur müssen wir reden. Ja. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass sie vor Ort erscheinen, dass sie Flagge zeigen und dass sie auch ihre Arbeit präsentieren. Wir sind Betroffene in Form eines Netzausbaus und ich denke, wir werden da auch auf die Bundesnetzagentur immer wieder zurückkommen. Das persönliche Gespräch ist sehr wichtig, weil dann auch ein engerer Kontakt in dem Falle entsteht. Als Bundesbehörde gehen wir dabei auch neue Wege und setzen auf interaktive Medien. YouTube, Twitter und SlideShare sind gute Plattformen, um Fakten schnell zu vermitteln. Neben der Webseite netzausbau.de und dem Newsletter mit aktuellen Informationen bieten wir auch Inhalte zum Anfassen in Form von Flyern und Broschüren. Konkrete Fragen können die Bürger auch an info@netzausbau.de richten. Wir als Bundesnetzagentur gehen ganz bewusst über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, weil sich der Netzausbau nur mit einer breiten Zustimmung in der Bevölkerung umsetzen lässt. Dabei setzen wir auf Transparenz und offene Kommunikation, um das Verständnis für den Netzausbau zu fördern. Unsere Botschaft ist: Beteiligen Sie sich, sagen Sie uns Ihre Meinung. Wir werden alles mit einfließen lassen. Nichts wird unter den Tisch gekehrt. Wir werden uns allen Einwendungen widmen und die eben auch sorgsam mit uns mitnehmen und in unsere Überlegungen einbeziehen. Bleiben Sie mit uns in Kontakt. Informieren Sie sich und machen Sie mit, damit der Netzausbau gelingt.